Hallo und herzlich willkommen bei Wir probieren. Wir befinden uns immer noch bei der Aufarbeitung des Anuga-Gedönses. Genau. Und zwar mit dem Pure Bio Energy Drink. Produced with passion. Ja, bla 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 bla. So eine überladene Dose habe ich schon lange nicht mehr in der Hand gehabt. Ja, die ist halt brutal hässlich. Aber nichtsdestotrotz, ne? Wurde halt gespendet, ne? Was ist das? Glutenfrei, GMO-frei? Vegan, koscher, GMO-free. All also, natural. Ja. Toll. Wahnsinn. Ich bin unterwältigt. Ja, die Dose sieht echt voll aus. Ist echt übel. Also war echt selten. Vor allem die URL von denen ist halt auch echt, wo du sagst so, that's not generic at all. Ja? 246foods.com. What? Hat einer die Tastatur genommen? Okay, die nehmen wir. Ja, aber High Quality Product of Austria. Also ist ein österreichisches Produkt, aber für den amerikanischen Markt mit... Weißt du, was das Geilste ist? Wenn du es dir von Weitem anguckst, wenn ich so drauf gucke, denke ich, Tomatensaft. Ja, schon. Irgendwie so, oder? So, irgendwas, es hat sowas wie so eine Dose mit eingelegten Tomaten oder so. Either way. Aber es sind Orangen drauf, also wird... Das sind übrigens keine Tomaten, das sind Paradeiser. Okay? Verzeihung. Ja, Vitamin C-Tabletten. Ja. Das ist übrigens schon lustig, wenn man so überlegt, ne? Wenn der Deutsche Tomate sagt, versteht der Österreicher trotzdem, was gemeint ist. Wenn der Österreicher Paradeiser sagt, weiß der Deutsche nicht, was gemeint ist. Weißt du nicht, wie man Kondom richtig sagt, oder was? Die Österreicher haben so eine Geheimsprache, einfach nur um die Deutschen zu dissen. Ja, natürlich. Ja, die Biefke, die wissen dann wieder nicht, was wir meinen. Denken sonst. Ach, nee. Ja, das ist so eine aufgelöste Vitamin C-Tablette im Grunde genommen. Ja, ja, so ganz Multifruchtsaft mit Blubbels und mit Blubbels und Bier. Na, ja, es riecht halt so nach so einem 0815 Fruchtmischzeug. Hitler. Wo wir bei Österreich wären. Ich hatte gerade den Mund voll. Warum muss ich jetzt an weiße Dose denken? Weiß ich auch nicht. Also für einen Energy Drink finde ich es nicht schlecht. Finde es insofern nicht schlecht, weil es halt... Ich kenne keinen Energy Drink, der einfach nur nach Fruchtsaft schmeckt oder nach Fruchtsaftschorle. Ja. Von daher finde ich es, also muss ich sagen, ist immer was. Weil bevor ich mir jetzt, und es ist auch nicht so übersüßt oder sowas, also bevor ich mir jetzt ein... Also ich habe jetzt wirklich mit so einer... So wie es gerochen hat, habe ich auch wirklich mit so einer Billig-Fanta-Verschnitt-Zeug... Nee, aber es ist halt, aber ist es nicht. So ein ACE-Multisaft als Schorle. Mhm. So schmeckt's. Jetzt gut, natürlich, Multisaft ist jetzt geschmacklich nichts Besonderes, weil es halt einfach so durchmischt ist, dass es halt wieder nach gar nichts schmeckt. Ja. Also ist okay. Schmeckt aber gut. Gell? Kann man machen. Und vor allem, hätte ich nicht gedacht. Es ist ja kein Multisaft-Schorle, es ist ja ein Energy-Drink. Und ein Energy-Drink, der dann wieder so normal schmeckt, finde ich echt von Vorteil. Ist aber kein Taurin drin, was ich auch von Vorteil finde. Hauptsächlich Orange und Karotte scheinbar. Ja, ich finde, das schmeckt auch am meisten raus. Für mich schmeckt es auch am meisten nach Karotte. Aber ich meine, es ist ja typisch Multisaft. Ne? Da ist ja immer mit Karotte. Doch, die Farbe, ja. Größtenteils. Ja. Aber kann man machen. Ja, und vor allem, ich echt nicht gedacht. Ja, und vor allem, ne, wie gesagt, dadurch, dass es vegan ist, dass es koscher ist, dass es, ne, dadurch kann halt echt jeder das trinken. Scheißegal, was man glaubt oder wie bekloppt man irgendwie ist. Man kann dieses Zeug saufen. Man kann es auch also quasi immer eine davon im Kühlschrank haben. Man kann ja nie wissen, wer dann mal durch die Tür kommt. Dafür nehmen wir einfach einen vierten Topf und lassen einen Gemüsebrühwürfel in das Wasser. Das ist überhaupt kein Problem, du olle Zippe. Aber wenn man es mal auf den Grundgeschmack runterbricht, ist es eigentlich nichts Besonderes. Es ist gut, es ist okay, aber es ist, kennt man. Ne? Ja, genau. Anyway. Also ist okay, kann man sich mal holen, wenn man sieht. Man bricht nicht davon. Die Österreicher stellen halt gute Produkte her. Das ist schon recht, gell? Also ist es. Ugh.